Barnett hat es verstanden, mit großen namhaften Architekten, Gestaltern zusammenzuarbeiten, was für einen Möbelhersteller immer sehr wichtig ist. Und es ging über Breuer, Stamm und so weiter. Ist auch heute in der Moderne mit vielen modernen Architekten zugange. Und das finde ich auch für eine Firma sehr wichtig. Was ich ziemlich beeindruckend finde, das ist, dass eine Firma mit so einer langen Tradition in Familienbesitz oder familiennah ist. Wir leben in einer Welt, wo wir eigentlich nur mit Markennamen zugetextet werden, aber dahinter ist nicht mehr die Marke und die Familie. Und das finde ich was ganz Interessantes, weil eine Familie kann einfach einen persönlicheren Kurs fahren, kann auch mal eigenwillig sein, kann auch gegen klassische Marktregeln verstoßen. Das finde ich ziemlich interessant. Buchholzstuhl ist, na klar, für jeden, der sich mit Möbeldesign beschäftigt, das erste Ding überhaupt. Also mich am meisten fasziniert war die Zerlegbarkeit. Die Teile sind reduziert zum Maximum, haben aber trotzdem die Funktionalität, dass es funktioniert, dass sie die Ergonomie haben, dass sie die Bequemlichkeit haben, die Stabilität auch im langen Gebrauch zu funktionieren. Freischwinger hat damals zu Recht für eine Revolution gesorgt. Man konnte sich ja nicht vorstellen, dass so eine grazil anmutende Konstruktion produzierbar ist und gleichzeitig einfach einen deutlichen Funktionseffekt hat, dieses angenehme Sitzen, dieses leichte Wippen. Das war ein Aufbruch, eine vollkommen neue Möglichkeit der Möbelgestaltung. Natürlich strebt ein Möbelproduzent an Qualität, aber es ist gar nicht so einfach, das zu erreichen, weil es braucht dazu sehr viel Erfahrung, um materialgerecht das Größte rauszuholen, was drin ist. Und gerade wenn man Möbel baut, die filigran sind und an manchen Stellen beschwingt und leicht daherkommen, sind die Verbindungen manchmal extrem tricky, um die so hinzukriegen, dass sie auch nach jahrelangem Gebrauch einfach funktionieren.
Design und Funktionalität sind zwei Brüder im Geiste, und wenn die zusammengehen, dann wird natürlich eine starke Antwort draus. Und das ist die Aufgabe auch von Möbelherstellern wie Tonnet, in so einem fragilen Teil, was ein Stuhl ja ist, der auch noch statischen Geschichten bestens standhalten muss, der muss ja auch wirklich besessen werden können, das zusammenzubringen. Das ist schon eine hohe Kunst, und da muss man sehr viel Erfahrung reinbringen. Aber Tonnet hat es ja mit einigen Entwürfen immer wieder gemacht und hat es bis an die Grenze getrieben. Ökologie und Nachhaltigkeit waren oder sind Themen, die uns alle sehr interessieren. Ich finde noch viel wichtiger die gesamte Betrachtung des gesamten Prozesses, wie sowas hergestellt wird zum einen, aber auch die Intention, wo will der Hersteller damit hin, was für eine Designsprache hat er, wie lange hält sich sowas am Markt, welche Verantwortung, welche Haltung ist dahinter, mache ich nur kurzlebige Hits und habe für ein paar Jahre Erfolg mit dem Produkt, oder versuche ich auch wirklich was zu machen, was seine Spuren hinterlässt, was im besten Sinne nachhaltig ist. Die Möbel, mit denen ich mich einrichte, die sollten schon verdammt gut sein, weil die habe ich jeden Tag, die sollten mich nicht visuell beleidigen, und sie sollten nicht mit irgendwelchen blödsinnig verarbeiteten Materialien, die nicht materialgerecht umgesetzt haben, mich nerven, weil sie nach 2, 3, 4, 5 Jahren verschlissen sind und ausgetauscht werden müssen. Und ich wünsche auch der Firma ganz extrem, die könnten ruhig noch viel, viel, viel mehr machen, weil sie haben dieses Pfund eines sensationell guten Namens und sensationell guter Möbel.